Wir leben im goldenen Zeitalter der Dinosaurierforschung. Fast jede Woche werden neue faszinierende Arten entdeckt. Und jetzt wurde der vielleicht größte Raubdinosaurier Europas entdeckt. Wenn ihr mehr solcher Videos sehen wollt, würde ich mich sehr über ein Like und ein Abo freuen. Das würde den Kanal sehr weiterbringen. Denn mein diesjähriges Ziel ist die 100 Abonnentenmarke. Danke fürs Zuhören schon mal und viel Spaß bei diesem neuen Video über den vielleicht größten Raubdinosaurier Europas. Die Isle of Wight ist eine kleine Insel vor der Südküste Englands und bekannt dafür, der Fundort einiger Dinosaurier zu sein, wie zum Beispiel Hypsilophodons oder Iguanodons. Und jetzt wurde ein ganz besonderer Dinosaurier auf dieser fantastischen kleinen Insel gefunden. Er hat noch keinen wissenschaftlichen Namen, aber den wirklich einprägsamen Spitznamen White Rock Spinosaur. Den Namen hat er wegen der geologischen Schicht, in der er gefunden wurde. Und er ist der vielleicht erste Spinosaurid aus der Vectis-Formation. Und was für einer! Mehr als 10 Meter lang soll er gewesen sein und obwohl von ihm noch nicht viel gefunden wurde. Gefunden wurden bis jetzt nur einige Fragmente der Schwanzwirbel und ein riesiger Beckenknochen. Diese wiesen eine gewisse Ähnlichkeit mit einigen anderen Spinosauriern auf, weswegen der White Rock Spinosaur diesen erstmal zugeordnet wurde. Er hat vermutlich in der Unterkreide gelebt und so wird die These aufgestellt, dass die Spinosauriden ihren Ursprung in Europa haben. Mit geschätzt über 10 Metern Länge löst der Right Rock Spinosaur große Raubdinosaurier, wie zum Beispiel den Torvosaurus, als größten Raubdinosaurier Europas ab. Über seine Lebensweise ist leider nicht viel bekannt. Sie könnte aber anderen Spinosauriden, wie zum Beispiel den Baryonyx, geähnelt haben. Die Baryonyxe sollen auch laut einer Studie den Großteil ihres Lebens im Wasser verbracht haben und sie konnten vielleicht sogar tauchen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir in naher Zukunft mehr über diesen faszinierenden Dinosaurier erfahren werden.